1:1 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das bedeutet für Werder Bremen zunächst einmal natürlich einen weiteren Punkt in der Tabelle. Andererseits aber auch, und das ist nicht ganz uninteressant, das vierte Spiel am Stück ohne Niederlage. Es ist jetzt zwar zugegebenermaßen keine Bilanz, die zum Bäume ausreißen irgendwie motivieren würde, aber das hat es bei Werder in diesem Kalenderjahr 2020 noch gar nicht gegeben. Und insofern ist es schon ein Erfolg, absolut ein Erfolg und ganz gewiss auch ein Indiz dafür, dass sich diese Mannschaft stabilisiert hat. Zu Hause gegen Hoffenheim, gegen eine Mannschaft, die international vertreten ist, 1:1 zu spielen, ist sicherlich nicht verkehrt. Es ist ein wertvoller Punkt und ja, Werder hat einen starken Start in dieses Spiel hingelegt. 5 Minuten war es nur alt, da hat Maxi Eggestein schon für das 1:0 gesorgt. Schön rausgespielt das Ganze auch noch, hielt allerdings nicht so lange. 22. Minute war dann Dennis Geiger da, da stand es 1:1 und mit Werders schön rausgespielten, ja, war es dann auch vorbei. Das gehört heute nämlich auch zur Wahrheit dieses Spiels. Richtig schön war das nicht, was Werder da irgendwie auf den Rasen gezaubert hat. Ganz im Gegenteil, das war auf Sicherheit bedacht, das war stabil, das war, ja, das ganz große Risiko meidend und irgendwo ist das nachvollziehbar, denn diese Mannschaft nach dem, wir haben es eben erwähnt, schwachen Vorjahr ist sicherlich erstmal darum bemüht, in die Spur zu finden, wieder Stabilität, wieder Sicherheit zu gewinnen und das hat sie sich in den letzten Wochen erarbeitet. Florian Kohfeldt sprach hinterher von einem Spiel, wo weitere Schritte einer guten Entwicklung zu sehen gewesen seien. Das ist die große Frage, wenn es am Ende verloren geht, mit der gleichen Leistung, ob man das dann auch so betont, denn nochmal, fußballerisch war es wirklich mau. Aber sie stehen nun mal da in der Tabelle, diese 8 Punkte nach nunmehr 5 Spieltagen und das bedeutet Rang 6. Und wenn man sich das so anguckt als Werder-Begeisterter oder Interessierter, das kann man sich ja regelrecht einrahmen, weil es im Moment Sorgenfreiheit bedeutet. Nach unten ist der Abstand groß und auch das zeigt ganz klar, dass Werder weiß, wo sie herkommen und wo sie hingehören bzw. möglichst nicht wieder hin wollen. Denn Kohfeldt hat nach diesen 5 Spieltagen und der ordentlichen Ausbeute eben nicht etwa von höheren Ansprüchen oder Zielen gesprochen, sondern hat betont, dass sie den Abstand zu den Teams von unten leicht gehalten bzw. sogar vergrößert haben. Und das ist nach wie vor das, worauf Werder guckt. Und das ist auch, wenn wir ehrlich sind und die fußballerischen Eindrücke aus diesem Hoffenheim-Spiel uns nochmal vor Augen führen, das, worauf Werder einfach schauen muss. Das war heute aller Ehren wert, gegen ersatzgeschwächte Hoffenheimer hier in den Punkt mitzunehmen. Es hat aber auch gezeigt, dass da noch viele, viele schwere Aufgaben auf Werder warten und dass die Mannschaft auch, was die Kreativität im Offensivspiel angeht, was den Mut und die Entschlossenheit auf dem Weg nach vorne angeht, einiges zulegen muss, um weiter fleißig zu punkten. Bisher klappt es so. Das ist stabil, das ist ordentlich, aber es lässt eben auch fußballerisch, spielerisch reichlich Luft nach oben.